Nachträglich habe ich beruflich alles richtig gemacht. Da mein Beruf auch mein Hobby war, habe ich bis zu meinem 70. Lebensjahr gearbeitet. In meinem kleinen Atelier am Brenner war ich stets allein und so gaben mir die Kunsthandwerkermärkte den geselligen Ausgleich. Ich kam unter Menschen. Außerdem mussten wir nicht am Hungertuche nagen. Und unsere Ehe wurde zur Berufsgemeinschaft. Meinen Glasschmuck habe ich nur auf den Märkten angeboten und bei der Herstellung konnte auch mein Mann sich einbringen. Meine besten Ergebnisse an Glaskunstobjekten fanden den Weg in internationale Galerien und Ausstellungen. Mein größter beruflicher Erfolg war die zweimalige Teilnahme am Wettbewerb um den Coburger Glaspreis für modernes europäisches Glas. Nachdem ich 1985 schon einmal dabei war, aber als ehemalige DDR-Glasgestalterin nicht zur Vernissage reisen durfte, gelang mir 2006 zum zweiten Mal die Teilnahme und diesmal war nicht nur mein Glas anwesend. In der Technik vor der Lampe geblasen, wo Glas nur klein im Dreieck von Händen und Mund entsteht, war ich in dieser bedeutenden europäischen Glaskunstausstellung die Ausnahme, bei der die internationale Jury ihre Zustimmung zur Teilnahme gab. Und darauf bin ich stolz. Dieses Kunstbuch ist geblieben und ich habe es mitgeschrieben. Denn auf 193 meine Werke sind dabei. Unabhängig nun vom Maß zeigt das Buch ein jedes Glas. Ob es klein ist oder groß, es passt auf eine Seite bloß. Alle Meter sehr viel kleiner, Zentimeter wirken feiner. Na, da habe ich ja Glück, weil naturgroß jedes Stück. Kabinettstück Lampenglas. Nichts macht mir wie dieses Spaß. Diese Technik füllt nicht Raum, doch von nahem oft ein Traum. Krautfrucht. Eisiges Fossil. Farbloses Gebilde, geheimnisvoll, irgendwo zwischen Flora und Fauna vergangener Zeiten, verletzlich und rudimentär im Eis erhalten. Festlich war der ganze Rahmen. Viele Künstler, die da kamen. Ein Europa stell dich ein, machte die Eröffnung fein. Dort mein Mann, schick, mit Krawatte. Toll, die Frau, die er da hatte, die auf Hauptglaskunst hier machte, was ihr Komplimente brachte. Denk ich 20 Jahre retour, war dabei sein Freude pur. Tage der offenen Tür, Atelierausstellung zu Weihnachten. Coburg-Teilnahme war schön, doch auch kleiner muss es gehen. Ruhm gefällt in dieser Welt, leider braucht man auch das Geld. Denn die Münzen, klein in Stücken, stopfen manche Haushaltslücken. Lässt die Werkstatttür man offen, kann Verdienst man sich erhoffen. Viel geputzt und aufgehängt, noch mehr Flyer weggeschenkt, aber dennoch lange Zeit keine Gäste weit und breit. Erst nach einsamen 3 Wochen kamen ein paar angekrochen. Dann der absolute Schreck. Mann nahm mir den Brenner weg. Mann mit 2 N,
ein Kollege, kam am Tisch mir ins Gehege, denn er spielte laut und dumm dort an meiner Flamme rum. Grad als ich kurz abgelenkt, es auf meinen Platz ihn drängt. Klar, die Flamme, sie ging aus, und es strömte Gas heraus, wollt mir zeigen, wie es geht, hat da einfach rumgedreht. Unerhört, wie ich das fand, unverschämt und arrogant. Mancher Mann denkt, dass sein Zipfel ihn macht zu der Weisheit Gipfel. Zeit wird's, dass ich endlich schließe und das Weihnachten genieße. Nächster Teil, der zeigt euch, wie weitergeht das Alphomie. Meine Lebenswickes-Türchen flüstere ich in eure Öhrchen. Immer wenn das Jahr beendet, haben Grüße wir versendet. Der Computer gab dann Gas. Schaut mal rein, es macht viel Spaß.